Hallo, guten Tag, mein Name ist Zoe, ich bin 6 Jahre und erzähle euch eine Story. Die Masken machen krank, ich bekomme keine Luft, ich will frei spielen wie ein Kind, so wie es sich gehört. Grüß euch, Freunde, mein Name ist Richard Haudeschell. Mein Name ist Tanja, es geht um unsere Kinder und darum, dass sie stundenlang mit dieser Maske im Unterricht sitzen müssen. Eltern, steht auf, wenn ihr eure Kinder liebt, tut ihnen das nicht an, sie werden krank. Ihr könnt das euren Kindern nicht antun. Deswegen steht auf und erhebt euch. Masken machen krank. Die Masken müssen weg. Helft uns. Wir haben eine Facebook-Seite und eine Telegram-Seite erstellt. Der Name ist Eltern gegen Corona-Maßnahmen. Da können sich alle Eltern aus verschiedenen Städten vernetzen und dort gemeinsame Aktionen planen. Diese Seite ist nicht gedacht dafür, dass es nur eine Jammerseite ist, dass es nur Problematik auf der Tisch liegt. Es ist dafür gedacht, dass wir Lösungen finden, dass wir Informationen austauschen und vor allem, dass wir uns vernetzen und Taten an den Boden vollbringen. Dass Eltern, die Sorgen machen über ihre Kinder, dass sie regional, ganz bundesweit, regional vernetzen können und Aktionen ausführen. Informativ ist das Seite schon, da werden wir einiges Informationen lernen. Zum Beispiel, wie viel Kohlendioxid hinter einer Maske ist für ein Kind, wenn sie in der Schule sitzen. So wie gesagt, diese Seite ist dafür gedacht, dass sie euch vernetzt, dass sie zusammenkommt, dass sie Aktionen plant, regional, ob es in Thüringen ist, ob es in Bodensee, ob es in Norddeutschland, wo auch immer. Es ist wichtig, dass wir Taten an den Boden bringen. Reden bringt uns nicht mehr weiter. Reden, denn das ist, was wir machen als Deutschen. Wir müssen Taten jetzt an den Boden bringen. Wir müssen vor dem Parlament stehen. Wir müssen vor unseren Schulen stehen. Wir müssen Druck machen ohne Ende. Diese Menschen müssen jede Nacht in den Bett gehen und sagen, mein Gott, ich muss wieder in der Schule morgen. Ich muss wieder dort in den Arbeitsplatz. Und da kommen wieder diese Eltern, die nicht Masken für ihre Kinder wollen. Es geht hier um unsere Kinder. Bitte, an alle Eltern, steht auf, erhebt euch. Trefft euch und plant Aktionen. Es geht um unsere Kinder. Es geht um unsere Zukunft. Steht auf. Wie der Tanja gesagt hat, es geht um eure Kinder. Es geht um unsere Kinder. Es geht um unsere Nachfahren. Dieser Impfstoff greift unser DNA an. Wir haben gar keine Ahnung, in welcher Auswirkung das ist in der Zukunft hat. In der nächsten Generation, in der Generation danach. Wir müssen jetzt handeln. Wir brauchen eure Hilfe. Steht auf. 2020 Menschen gehen für ihre Rechte auf die Straße. Kämpfst du für die Freiheit? War schon immer eine Strafe. Polizisten greifen ohne Gewissen gewaltsam durch. Richten dich am Boden, auch in ihnen steckt die Furcht. Mit dem Virus kam die Lüge. Zahlen, Fakten, sie opfern uns für ihre politischen Machenschaften. Pressebeamte sind Marionetten in dem Spiel. Das ist die Wahrheit und keine Verschwörungstheorie. Nicht nur unser Land, die ganze Welt liegt in Scherben. Ich bin bereit, für meine Kinder zu sterben. Links, rechts, schwarz, weiß, Moslem oder Christ, wir stehen auf derselben Seite, vergesst das nicht. Wir wollen keinen Krieg, es liegt an euch, doch fürchtet uns, denn wir sind das Volk. Gehen zusammen, Hand in Hand, kämpfen zusammen, Freiheit und Frieden ist das Ziel des Widerstands. Sehr gut. Geil, bravo.